So, hallihallo. Sonntag 19 Uhr und ich bin wieder da. Facebook, Instagram, hallihallo. Seid ihr denn auch schon da? Ihr könnt ja mal einen kurzen Wink geben, ob ihr mich seht und ob ihr mich gut hören könnt und ob ihr da seid. Ah, da ist schon jemand. Hallihallo. Grüß dich. Da ist auch jemand. Hallo. Grüßt euch. Hallo Simone, schön dich zu sehen. Könnt ihr mich denn gut hören und sehen? Kommt alles gut an? Gebt mir doch mal, gebt mir doch mal ein Zeichen, damit ich weiß, ob alles in Ordnung ist. Das wäre super. Ich habe nämlich heute wieder ganz viele Infos für euch dabei und ich würde sagen, wir fangen dann auch gleich an. Ich bin noch ein bisschen am Orientieren, ob ihr alle da seid. Ich habe noch keinen. Ah, super. Ja, okay. Prima. Schön. Na, dann weiß ich Bescheid, dass ihr mich gut sehen und hören könnt. Und dann nehme ich auch gleich wieder Platz hier und begrüße euch aus meiner guten Stube, aus meiner Küche. Und wollte euch heute so ein bisschen erzählen, was wir so vorhaben. Vor allem nächstes Wochenende geht es nämlich richtig rund. Und ich weiß nicht, was ihr gemacht habt an diesem schönen Wochenende. Ich habe ganz viel Sport gemacht und bin jetzt hier gerade so in meinem Kuschelpulli. Und ja, habe mir gerade noch schnell die Haare hintergebunden, weil eigentlich müsste ich mal duschen gehen. Und ja, ich hoffe, ihr habt auch euer Wochenende genossen und habt es euch richtig gut gehen lassen. Und ja, Hallihallo Stefan, grüß dich. Super schön, dass ihr da seid. Und ja, ich hatte euch ja vor einiger Zeit erzählt, dass ich einen Krimi-Einsatz hatte bei K11, Sat.1. Und jetzt kenne ich den Sendetermin. Und den wollte ich euch sagen. Das ist Dienstag, der 16.3. um 17:30 Uhr auf Sat.1 wird die Folge ausgestrahlt. Und die heißt nicht ganz politisch korrekt: Geh zurück nach Anatolien. Und ich bin die Besitzerin eines Schokoladen- oder Süßwarenladens. Und ja, da tragen sich Dinge zu, die mir die Kommissare in den Laden treiben. Und ja, lasst euch überraschen, was da passiert. Und ja, bin ganz gespannt, was ihr mir dann für ein Feedback gebt. Wie gesagt, das ist mein allererster Krimi-Einsatz gewesen als Schauspieler und ich bin mega gespannt, wie das geworden ist. Ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung und bin dann ganz gespannt, was ihr mir schreibt und was ihr mir erzählt und ob ihr das gut fandet oder ob ich noch üben sollte. Das könnt ihr mir dann mal alles schreiben. Ich freue mich auf jeden Fall, von euch zu hören. Dann am Wochenende vorher, nämlich das kommende Wochenende, machen wir gleich zwei Dinge für euch. Und zwar am Samstag, den 13.3., da streamen wir wieder ein Wohnzimmerkonzert aus meinem Wohnzimmer live, so wie ihr das schon kennt. Und da könnt ihr wieder dabei sein. Und ihr wisst ja auch, dass ihr euch einen Zugangslink besorgen sollt für 5 Euro. Tralala, seid ihr dabei und wir machen so eine halbe, dreiviertel Stunde richtig schöne Live-Musik aus meinem Wohnzimmer. Und ja, wir freuen uns, wenn ganz viele mit dabei sind. Und ja, man muss sich einfach ein Ticket vorher kaufen. Und es wäre natürlich schön, wenn ihr euch das natürlich gleich sichert und ja, dann schon mal auf jeden Fall euren Zugang habt für kommenden Samstag. Um 20 Uhr geht's los. Und dann am Sonntag machen wir noch ein Live-Experiment aus meinem Wohnzimmer. Und zwar ist bei mir zu Gast der Podcast Hallo Welt hier Rosenheim. Und ich bin ganz gespannt, was der Hagen, so heißt der Mann, der diesen Podcast macht, ja, was der mir sozusagen für Fragen stellt und was er mir alles entlocken wird und welche Geschichte ich dann über mich erzähle, bin ich sehr gespannt. Und freue mich schon tierisch drauf. Das wird für uns beide ein Experiment. Und ja, wir freuen uns natürlich, wenn ihr dann auch zahlreich dabei seid und das Ganze live verfolgt und eure Freude dran habt. Genau. Und dann traditionell an dieser Stelle bringe ich euch ja immer eine Songgeschichte mit. Und heute habe ich euch den Song Poesie mitgebracht.
Der ist nicht auf dem neuen Album Schwer zu leicht zu hören, sondern der ist zu hören auf dem Album Wildes Herz, das wir 2016 als Crowdfunding-Album veröffentlicht haben. Und ja, Poesie ist für mich so ein Lied für alle Macher, sage ich immer. Für alle Menschen, die immer an der Front kämpfen und ja, ihr Bestes geben, dass man Dinge in die Welt bringt und dass man viel realisieren kann. Und ja, denen geht es nämlich oft so, dass die nicht zur Ruhe kommen können und dass die sich nicht fallen lassen können und dass die so gerne ja, mal ja, bei sich ankommen würden. Und deswegen der Song Poesie. Darüber, in dem Song geht es darum, was für mich Poesie ist. Poesie ist für mich genau dieser stille Moment, wo man eigentlich ja, bei sich selbst landet. Und manchmal tut man das über einen anderen Menschen. Und ja, der Song geht so. Ich hab die ganze Welt gesehen, ich weiß ganz genau, wie's geht. Ich hab Berge versetzt und Herzen bewegt. Ich kenn den großen Plan und fang doch jeden Tag von vorne an. Und wenn ich heute Nacht mal wieder nicht schlafen kann, dann wünsch ich mich ganz heimlich in deinen Arm. Oh, der einzige Ort, an dem ich ruhig werden kann. Lass mich Poesie sein, halt sie nur nicht fest, dass mich ihr Zauber nicht verlässt. Lass mich Poesie sein in jedem Atemzug. Davon krieg ich nie genug, davon krieg ich nie genug. Ich hab der Welt die Stirn geboten, ich hab mich ganz und gar verrenkt. So geht's weiter. Und wenn euch der Song gefällt, dann verlinke ich euch hinterher unter dem Video, wo ihr den findet. Natürlich, wie alle Plankmusik, findet ihr das auf allen Streaming- und Downloadportalen und als CD in unserem Online-Shop auf der Webseite www.die-plank.de/online-shop. So, meine Lieben, jetzt entlasse ich euch in euren wohlverdienten Sonntagabend und wünsche euch einen total guten Start in die neue Woche. Ich habe gar nicht geguckt, wie das Wetter wird, aber ich glaube, es bleibt noch einen Moment lang ein bisschen frischer und kälter. Und die letzten Winterzuckungen, die überstehen wir jetzt auch noch. Und dann geht es ab Richtung Frühjahr und ich freue mich tierisch darauf, euch zu sehen bei unseren Streaming-Konzerten und bei unserem Live-Podcast nächste Woche aus meinem Wohnzimmer. Und ja, hoffe, dass wir uns auch ganz bald wieder in echt sehen können. Ich glaube, da fiebert echt jeder von uns drauf hin. Und ja, ich wünsche euch alles Gute und danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und bis nächsten Sonntag. Ach nee, stimmt ja gar nicht, weil wir am Sonntag, wichtige Information, weil wir am Sonntag den Podcast machen, fällt mein Live natürlich aus an dieser Stelle. Das heißt, das Live findet dann übernächste Woche an dieser Stelle wieder statt. Aber wir sehen uns nächstes Wochenende. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe und Gute. Und jetzt muss ich hier wieder ausmachen. Ich fange an mit Instagram und sag euch schon mal Tschüss und wünsche euch eine gute Woche. Ciao, ciao. Video beenden. Und jetzt hier. Macht's gut, ihr Lieben.